So, Freunde. Ja, ich sammle ja ein bisschen Beweise, ne? Also, es kommt ja immer wieder das Gespräch, warum meine Winrate, meine Gunmarks, meine WN8 und so alles so niedrig ist. Ja, eine Niederlage. Ich war mit dem ELC unterwegs und ich möchte euch mal was zeigen, ne? Also, wie viel Panzer habe ich denn mit meinem Scout aufgemacht? 7 Panzer habe ich gespottet. Was war das Ergebnis? 200 Panzer zerquetschte Spot Damage. Das heißt, so gut wie niemand hat auf meine Ziele geschossen. So, jetzt gucken wir mal einfach mal die Stats von den Leuten an, ne? Ja, der, bei dem geht's ja noch, aber jetzt hier, guckt euch den mal an. Der hat gerade mal 1000 Gefechte, eine 1000er Wertung und eine grottenschlechte Winrate. Ist aber nicht der Einzige. Noch ein Heavy, der gerade mal 40 Gefechte hat. 40 Gefechte. Geht mit 0 Damage raus als Top-Tier oder beziehungsweise als dieser VK-75er hat eine starke Panzerung, ne? So, der andere ELC, der bei mir im Team war, was hat der denn so für Stats? Ja, so, ist aber nicht alles. Jetzt guckt euch mal den E50er an, ne? Das ist aber jetzt ein 9er Medium. Gerade mal 1000 Gefechte, grottenschlechte Winrate, ja? Und jetzt gehen wir mal das ganze Team mal so ein bisschen durch, ne? Hier unter 50% Winrate, eine super schlechte WOT-Wertung. Das ist ein 9er Autoloader, ne? Was hat der an Damage? Ja, 2 Schuss hat der penetriert. So, IS-3, was haben wir denn da? Gerade mal 4000 Gefechte, ja? Was haben wir denn hier? Ne? Weit unter 50% Winrate bei über 60.000 Gefechten. Ja, das geht unendlich so weiter. Das sind Teams, mit denen kannst du nicht gewinnen, ne? Ja. Ja, der geht noch. Was haben wir denn da? Auch nur 3000 Gefechte. Also die kompletten Anfängerteams bekomme ich. Das Ding ist einfach simpel und einfach. Ich habe mittlerweile so viele Gefechte, ja, über 210.000 Gefechte, so dass der schlecht programmierte Matchmaker von Wargaming der Meinung ist, der muss mir die schlechtesten Spieler überhaupt geben. Ne? Hier auch weit unter 50% Winrate. Das sind Teams, das sind Autolose-Teams. Ja, Autolose. Ja, jetzt gucken wir mal einfach mal im Gegnerteam. Ne? So mal interesseshalber. 8800er WOT-Wertung. Gucken wir mal hier. Was haben wir da? Ja, weit über 50% Winrate, fast 8000er WOT-Wertung. Was haben wir denn hier? Weit über 50%, gute Stats, ne, hat zwar weniger, ich nehme mal an, das ist ein Reroll-Account, ja, weil der hat extrem gute Werte, ne? Das ist ein Autolose, guck mal, die haben alle richtig gute Stats, ja? Ja, wenn ihr euch mal mein Team anguckt, ja, gut, bei dem jetzt nicht so. Ja, aber insgesamt, wenn man sich mal die WOT-Stats anguckt, hier, über 50, weit über 50% Winrate. Ja, das ist ein Autolose. Also das, was bei mir im Team landet, ist halt maximal schlecht. Ja, 60.000 Gefechte. Ja, allein schon, wenn man sich die Gefechte da anguckt, was im Gegnerteam so landet, ne? Ja gut, weiter nach unten wird es natürlich ein bisschen schlechter. Der war jetzt nicht so gute Stats. Ja, der schon wieder ordentliche Stats, ne? Viele Gefechte, auch eine einigermaßen gute WOT-Wertung. Ja, den hatten wir ja jetzt gerade schon. Gut, der hat wenig, wie man sieht. Aber insgesamt, wenn man sich das Profil, das war ja ein Autolose einfach. Hier, guck, weit über 50% Winrate. Ja, der wiederum schlechte Stats. Ja, die hatten vielleicht 3 Leute, die schlechte Stats hatten. 3 oder 4 Leute und bei mir sind es halt doppelt so viele, ne? Auch was Damage angeht. Guck mal, jetzt mal anders geguckt. Guck mal, der ELC im Gegnerteam hat einen einzigen Panzer gespottet und der hat das Gefecht gewonnen. Ja? Der hier hat auch nur einen einzigen gespottet und trotzdem das Gefecht gewonnen. Das heißt, die gegnerischen Scouts sind ultra schlecht gewesen. Ja? Sowohl der ELC als auch der HWK-12. Ja, nix gespottet, also einen einzigen Panzer gespottet, ja, und trotzdem haben sie das Spiel gewonnen, ja. So, der Akku macht 7 Panzer auf, ja, ich mache das Siebenfache von den beiden an Panzern auf, spotte also richtig und verliere trotzdem das Gefecht.
Ja, das sind Weltenunterschied, wenn man sich die Winrate und die Stats von den Leuten anguckt, im Gegensatz zu meinen Leuten. Ja, also Wargaming balanced mich einfach, ne? Und der Grund ist einfach, ne, diese 200, mittlerweile fast 214.000 Gefechte. Ich werde einfach vom Matchmaker so dermaßen benachteiligt. Ja, und das passiert nicht nur in einer Runde. Wer mir im Stream folgt, ich streame ja auch, findet ihr in der Videobeschreibung alles. Ja, das ist jetzt mittlerweile gang und gäbe. Unfair Matchmaking einfach. Ich werde gebalanced von Wargaming. Wargaming entscheidet darüber, ob ich gewinnen darf oder nicht.